Es war einmal vor langer Zeit der Schriftsteller Elias White. Er hat so manches Buch geschrieben, das auch heut noch alle lieben, doch seit langem ist's um ihm still, weil ihm nichts mehr gelingen will. Mensch, meine Fantasie ist leer. Ich habe keine Muse mehr. Mir fehlt die zündende Idee. Er macht sich erstmal einen Tee. Das Schreiben fiel ihm nie so schwer, doch nun bedrückte es ihn sehr. Es ist die Sorge um das Geld, die ihn nun jeden Abend quält. Obwohl er zwar Tantiemen kriegte, reicht das Geld nicht für die Miete. Es klopfte und er rief: Herein! Er fragte sich: Wer mag das sein? Der Hausherr, er war nicht gerade heiter. Elias, so geht das nicht weiter. Elias weiß, was ihm missfällt. Seit Monaten schon fehlt das Geld. Ich weiß, es tut mir schrecklich leid. Nur bitte gib noch etwas Zeit. Der Hausherr ist ein guter Mann, der niemandem was Böses kann. Er dachte kurz darüber nach und sagt: Du hast noch einen Tag. Ist die Miete dann nicht da? Und das ist dir sicher klar, fliegst du aus der Wohnung raus. Das bedeutet Armenhaus. Elias, der voll Hoffnung ist, sagt: Danke für die Geigenfrist. Ich zahle morgen ganz bestimmt, noch bevor die Zeit verrinnt. Das will ich hoffen, guter Mann. Auf Wiedersehen, bis morgen dann. Jetzt muss ich ganz schnell Geld bekommen, sonst wird mir dieses Heim genommen. Doch fehlte ihm die Fantasie. Er brauchte eine Strategie. Ein neuer Bestseller muss her. Verdammt! Wieso ist das so schwer? Um seinen Geist nicht zu blockieren, ging er nach draußen und spazieren. Elias ging durch einen Wald. Meine Güte, ist das kalt! Der Wind wehte durch Zweig und Ast. Elias White verzweifelt fast. Er schaut betrübt in die Natur und dann auf seine Taschenuhr. Wie soll ich das nur schaffen? Wie? Bis morgen kriege ich das Geld nie. Selbst in seiner Lieblingsschenke, die ihn sonst von Frust ablenkte, blieb Elias wenig heiter, trank ein Bier und ging dann weiter. Im Park ging er so seine Runde, da schlug ihm seine goldene Stunde. Ich hab nen Einfall, Heurika! Er rief noch einmal laut. Hurra! Zum ersten Mal seit einem Jahr war seine Muse wieder da. Doch anstatt alles aufzuschreiben, begann Elias wild zu reimen. So dichtete er eine Weile jeden Vers und jede Zeile. Die Leidenschaft, sie war zurück. Das hier wird mein Meisterstück. Er hörte gar nicht wieder auf. Ich glaube, ich habe gerade einen Lauf. Und noch am selben Nachmittag, da zeigte er es dem Verlag. Weil ihm die Dichtung sehr gefiel, zahlten sie auch ziemlich viel. Am Tag darauf kam der Vermieter, wie versprochen, nochmal wieder. Nun, Elias, kann er blechen?
oder bricht er sein Versprechen? Wohl dem, der sein Versprechen hält. Hier hast du all der Schulden Geld. Wie? Fragte der Herr verwundert. Ich schrieb das Buch des Jahrhunderts. Nun, dann möchte ich dich belohnen. Du darfst hier nur noch weiter. Oh, vielen Dank. Sie sind so gut. Der Hausherr schwenkte seinen Hut. Er wollte nämlich wieder gehen. Nun, ich sage auf Wiedersehen. Das also war Elias White, der beste Autor seiner Zeit. Er schrieb mit Herz und mit Verstand und wurde im ganzen Land bekannt. In diesem Werk, von dem ich red, sein Leben als Gedicht drin steht, und ein Kapitel der Ballade lese ich und seht ihr gerade. Doch weil alles einmal enden muss, sagt Elias selbst: Für heute ist Schluss. Thank you.